Hallöchen Leute, herzlich willkommen wieder bei nächste Aufnahme von Philosophia. Wir sind im Institut. Wir haben letzte Folge mit dem Vater, Also haben wir mit unserem Sohn gesprochen, ob das es war. Ich weiß nicht. Wir haben die vorige Folgen gesehen von den Kellogg. Erinnerung, dass er war 10 Jahre sind vergangen, anscheinend. Und er sagt, und da sind nicht 10 Jahre vergangen, sind 60 Jahre vergangen. Und wenn er war, sagen wir so 40. Und das ist plus 60. Dann wird er 90 Jahre, wird er alt und für sein Alter wird übertrieben jung. Oder er war schon tot. Und das. Ich weiß nicht mehr. So gut. Sean, wegen dieses Synths. Du meinst das Kind? Ein wirklich faszinierendes Projekt. Natürlich gibt es noch Probleme, aber wir haben beachtliche Fortschritte erzielt. Warum du? 17. Du hast einen Kindersynth erschaffen, der aussieht wie du? Das ist eine Abscheulichkeit. Das ist ein Synth. Kein menschliches Wesen. Ein Simulacrum. Versuch doch etwas offener zu sein. Ich sorge dafür, dass er bald wieder in Betrieb geht. Du wirst Gelegenheit haben, weiter mit ihm zu interagieren. Aber ich bin zugegebenermaßen neugierig. Jemand, der nach seinem Kind sucht. Nach einer jüngeren Version von mir. Was denkst du? Glaubst du, du könntest ihn lieben? Wie einen richtigen Jungen? Habe ich dich schon gefunden? Niemals. Ich weiß einfach nicht. Das ist alles zu viel. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich verstehe. Ich bin auch du hast schon ziemlich viel durchgemacht. Ich behaupte nicht, dass ich all deine Gefühle kenne, aber wenn die Anwesenheit des Jungen ein wenig helfen kann, bleibst du hoffentlich unvoreingenommen. Okay. Nö. Ja, okay, gut. Mikrofon. Wir nehmen! Mann. Also nehmen wir einfach. Oh, das nehme ich. Orange, nice. Ach, scheiße, ich trage einfach schon zu viel. Wow. Ein Baum. Alles unten. Ja, scheißegal, ich schmeiße mir die Sachen weg. Ich trage einfach zu viele Sachen. Wie viel? Ein Kilo, okay, was für keine Kilo. Ja, das machen wir. Jawohl. Ja. Ah, unten nicht. Mein Gott, noch mehr noch. Da haben wir auch Eingang. Ne, hab ich gedacht. Hier würde was, aber leider ist noch unter. Ich soll jetzt noch nach unten gehen. Hier? Ah! Hier sind Treppe doch nach unten. Noch mehr nach unten.
fast fertig. Muss nur noch den Servo des Hauptantriebs festziehen. Das ist diesen Monat schon der dritte Schaden des Hauptantriebs. Soweit es mich betrifft, können diese alten Modelle nicht früh genug abgeschafft werden. Oh, ich weiß nicht. Die meisten von ihnen haben viel länger funktioniert als vorhergesagt. Wenn du mich fragst, weisen sie eine hohe Qualität auf. Da hast du wohl recht. Ich kann es kaum erwarten, bis die Gen 3 eingeführt werden. Na also, alles bereit. Einheit kann wieder zurück in den Dienst. Danke, Ma'am. Danke nochmal. Natürlich. Das Institut ist groß. Es wird etwas dauern, bis du weißt, wo sich alles befindet. Wir freuen Doktor. Uns alle darauf, Sie haben es ernst gemeint. Du bist wirklich hier. Tja, also, ich bin Ali. Ali Fillmore. Ich bin sowas wie die Chefingenieurin des Instituts. Als Vater uns von dir erzählt hat, konnte ich es kaum glauben. Du hast so viel durchgemacht, da hätten die meisten wohl aufgegeben. Wenn ich fragen darf, was hat dich die ganze Zeit überhaupt angetrieben? Dann fragst du, überleben will, meine Frau. Ich wollte meinen Sohn finden und ihn beschützen. Jetzt bist du hoffentlich stolz darauf, was für ein großartiger Mann er geworden ist. Also, ich erkläre dir kurz die verschiedenen Abteilungen dieser Anlage. Danach beantworte ich die Fragen, die du vielleicht noch hast. Du weißt vielleicht schon, dass wir dafür sorgen, die mechanischen und elektrischen Systeme am Laufen zu halten. Wir warten und verbessern alle Systeme, die es ermöglichen, hier zu leben und zu arbeiten. Hinter diesen Wänden befinden sich viele Maschinen, die Luft und Wasser aufbereiten und Energie für die Labore und Quartiere liefern. Unsere Arbeit ist vielleicht nicht so spannend wie die der anderen Abteilung, aber mindestens genauso wichtig. Du bist hier und hast mit Vater gesprochen. Heißt das, du bist an Bord? Ich sehe mich nur um. Ich schaue mich nur um. Ich verstehe. Fass bitte nicht alles an. Die Geräte sind empfindlich und nicht solidiert wie die an der Oberfläche. Wenn du noch was über die Abteilung dieser Anlage wissen möchtest, sage ich es dir gern. Gut, führst du erst? Das wär's erstmal, danke. Also, bis dann. Ja, okay. Das war's und suchen wir den nächsten. Der ist uns nach oben. Muss man irgendwie durch die Tür gehen? Was erwartet uns da? Dann erfahren wir ja nächste Folge, nicht Spaß an. Wir machen weiter. Musste ich anstrengen, jemand zu sehen? Noch nicht. Ich war mit Vaters Plänen zum Ausbau unserer Operation in Warwick beschäftigt. Er will das in die Wege leiten, also musste ich alles andere liegen lassen. Ich frag mich, wie es der Familie Warwick geht. Der kleine Wally muss schon fast 10 sein. Bemerkenswert, dass ein Kind da oben so lange überleben kann. Ich denk darüber nicht zu viel nach. Es gibt mehr als genug, was uns hier in Anspruch nimmt. Diese Leute sind die letzten Überbleibsel einer sterbenden Vergangenheit. Reden wir über was anderes. Das sind immer noch Menschen und sie leiden. Wir können wenigstens zugeben, dass das bedauerlich ist. Wie sollen wir die Menschheit neu definieren, wenn wir nicht mal unsere eigene Menschlichkeit bewahren können? Das ist eine Frage, die wir lieber unseren Kollegen in der Abteilung Robotik überlassen. Ja, also... Da hast du wohl recht. Dr. Carlin leistet faszinierende Arbeit mit unseren genmanipulierten Pflanzen. Hey, Doc. Willkommen. Schön, dass du hier bist. Dr. Clayton Holdren, Leiter der Abteilung Biowissenschaft. Ich kann es kaum erwarten, dir unsere Arbeit zu zeigen. Sie ist wirklich atemberaubend. Welche Arbeit? Zum Beispiel? Das wollte ich gerade erklären. Wie der Name andeutet, geht es in der Abteilung Biowissenschaft vor allem um Studien in den Bereichen Botanik, Genetik und Medizin. Unser wichtigstes Ziel ist die Sicherstellung der Gesundheit und des Wohlergehens aller Personen im Institut. Dazu bauen wir hochspezialisierte Arten von Flora an, für die Verwendung als Lebensmittel und Medizin. Wir haben uns sogar schon mit synthetischem Tierleben befasst. Du hast bestimmt die Gorillas gesehen. Das ist im Moment noch Liebhaberei. Die Möglichkeiten sind aber trotzdem spannend. Unglaublich. Gorillas sind nicht echt. Die Gorillas sind auch Synths? Das sind sie. Nach deiner Reaktion zu urteilen, haben wir sie ziemlich lebensecht hinbekommen. Die Initiative ist noch in ihrer Frühphase, aber die Aussichten sind spannend. Wir haben bestimmt schon viel von deiner Zeit in Anspruch genommen, aber weißt du schon, ob du zu uns kommst? Ich bin mir nicht sicher. Das bezweifle ich. Ich will es versuchen. Ich werde mich rein. Ich bin mir nicht sicher. Zurzeit versuche ich, für alles offen zu bleiben. Eine große Entscheidung.
aber auch eine seltene und wichtige Gelegenheit. Du musst nichts überstürzen. Ich kann mir vorstellen, dass du dich noch weiter umsehen möchtest. Ich beantworte aber auch gern alle deine Fragen. Medizin. Du hast medizinische Betreuung erwähnt. Die brauche ich vielleicht gelegentlich. In diesem Fall solltest du dich bei Dr. Dean Volkert vorstellen. Er ist unser bester Biologe und dient uns außerdem als Institutsarzt. Dr. Volkert arbeitet in der Krankenstation. Geh einfach vorbei, falls es nötig wird. Bessere medizinische Betreuung findest du nirgendwo sonst im Commonwealth. Okay. Das kann ich dir versprechen. Mal sehen. Ein Kindersünd. Das ist bemerkenswert. Ja, voll. Also, jetzt müssen wir raus. Aber das ist... weitergeht, dann schauen wir gleich. Gehen wir da nach unten. Stimmt es, dass Nahrungsergänzung 77 abgesetzt wurde? Das ist korrekt. Die habe ich am liebsten gemocht. Können wir sie nicht noch etwas behalten? Ich werde Ihr Anliegen gerne an die Abteilung Biowissenschaft weiterleiten. In der Zwischenzeit genießen Sie bitte unsere anderen nahrhaften und wohlschmeckenden Nahrungsergänzungen. Ich möchte Nahrungsergänzung 77. Es tut mir leid, Sir, aber diese Ergänzung ist nicht mehr verfügbar. Nutzlose Maschine. Hey. Da bist du ja. Schön, dass du es geschafft hast. Okay. Komisch. Gehen wir weiter, mal sehen, was der sagt uns. Sie sitzt schon seit mehr als 2 Stunden dran. Was testet sie überhaupt? Nichts. Jetzt macht sie das nur noch aus Spaß. Okay, Waffen. Entschuldigung, Doktor. Ah, du bist es. Endlich eingetroffen. Ja, ja. Ich weiß, wer du bist. Wissen wir alle. Vater freut sich bestimmt sehr, dass du da bist. Aber hoffentlich stört das unsere Arbeit nicht. Ich arbeite. Ich komme in die Quere. Keine Sorge. Ich verspreche, euch nicht im Weg zu stehen. Danke, das weiß ich zu schätzen. Oh, bevor ich's vergesse, zeig mir mal deinen Pip-Boy. Ich soll da einen Runner-Chip installieren, Anweisung von Vater. Du sollst freien Zugang erhalten und das Institut jederzeit betreten und verlassen können. Danke. Ich bin sicher, das wird sich als nützlich erweisen. Angesichts der Tatsache, dass der Transmitter die einzige Möglichkeit ist, ins Institut zu gelangen, ist nützlich wohl eine leichte Untertreibung. Und falls dir die Bedeutung nicht ganz klar sein sollte, niemand außer dir hat diese Möglichkeit. Das sollte dir zeigen, wie sehr dir Vater vertraut. Also, wenn es sonst nichts mehr gibt, muss ich zurück an die Arbeit. Okay. Ich hätte gern einen Fortschrittsbericht über deine Abteilung, wenn es geht. Wie ich sehe, fühlst du dich in deiner neuen Position wohl. Nun gut, wir haben die Ressourcen von anderen Projekten wie dem Kindersünd abgezogen, um uns auf Phase 3 zu konzentrieren. Ich hoffe, die Anstrengungen an der Oberfläche sind erfolgreich. Wie ich hörte, hängt das stark von dir ab. Ich habe so gut wie gar nicht verstanden. Phase 3? Was ist Phase 3? Okay. Dann haben wir noch eins. Und das müssen wir ein bisschen, glaube ich, weiterlaufen. Keine sichtbare Wirkung auf die K14-Verbindung. Wir beginnen dann mit dem nächsten Versuch. Sie kennen das Protokoll, Sir. Nur für autorisiertes Personal. Dr. Ayo denkt also, er kann sich in seinem Büro verstecken? Gut, dann sag ihm, dass ich mit Vater über diese unangekündigten Sicherheitskontrollen sprechen werde. Mein Quartier mitten in der Nacht zu durchwühlen, ist vollkommen inakzeptabel. Ich leite Ihre Nachricht weiter, Doktor. Bitte mach das. Du kannst jetzt deine Pflichten wieder aufnehmen. Willkommen im Institut, Sir. Hey. Nur eine Routinepatrouille, Sir. Okay. Nichts zu melden, Sir. Sepp. Ich denke wirklich darüber nach, in der Melden Robotik Sie alles Verdächtige dem SEB. Was jetzt? Sie trödeln mit meinen angeforderten Zielverbesserungen. Angeblich startet bei den Vielleicht sollte ich mal ein paar Runner mitnehmen. Hey. Entschuldigung, ich muss Berichte ausliefern. Es gibt schon genug Reibereien zwischen uns. Und eigentlich allen anderen Abteilungen. Wirst du etwa weich, Alana? Meine Methoden bringen Ergebnisse und so auch diesmal.
Wirst schon sehen. Das Direktorat sollte die geflohenen Sins ernster nehmen. Weitermachen, Sir. Runner auf der Jagd sind gnadenlos. Wenn du einen siehst, steh ihm nicht im Weg. Entschuldigung, Doktor. Ah, da bist du ja. Justin Ayo, stellvertretender Direktor des Synth-Einbehaltungsbüros. Ich will ganz offen sein, wir werden dich in nächster Zeit genau im Auge behalten. Trotz deiner Verwandtschaft mit Vater wissen wir nur wenig über dich. Das verstehst du sicherlich. Es wird doch keine Probleme geben, oder? Trau mir nicht. Verpiss dich. Ich werde sehen. Kein Problem. Das werden wir noch rausfinden. In der Tat. Also, Vater hat mich gebeten, dir einen kurzen Überblick über das Synth-Einbehaltungsbüro zu geben. Wir beschäftigen uns hauptsächlich damit, Synths zurückzuholen, die sich unter den Menschen an der Oberfläche verstecken. Es ist wohl am besten für alle, wenn die Synths hier bleiben. Ganz bestimmt. Hochentwickelte Technologie des Instituts darf nicht in die falschen Hände geraten. Die Auswirkungen könnten katastrophal sein. Unser wichtigstes Instrument ist der Runner, ein Synth der dritten Generation, der an der Oberfläche arbeitet. Runner spüren aus dem Institut geflohene Synths auf und holen sie zurück. Sie sind höchst selbstständig und können kämpfen, infiltrieren und aufspüren. Mit einem Wort, unsere Runner sind gnadenlos. Aber das weißt du bestimmt, da du ja schon einem begegnet bist. Ich würde ja zu gerne wissen, wie du ihn besiegt hast. Hatte ich Glück, er war hart los. Ich besitze Kampferfahrung. Trotzdem sollte es ein Runner spielend mit einem einzelnen Kämpfer aufnehmen. Ich muss wohl in der Robotik nachfragen, ob sie eine Diagnose der gesamten Produktion durchführen können. Als hätten wir nicht genug Probleme. Also, wenn sonst nichts mehr ansteht, gehe ich wieder zurück an die Arbeit. Ich würde gern mehr über die Rückführung der Synths erfahren. Gut. Wenn ein Runner einen Synth gefunden hat, benutzt er dessen Rückrufcode, um seine Erinnerung zu löschen und ihn zu deaktivieren. Dann beginnen wir mit der komplizierten Wiederherstellung der ursprünglichen neuralen Bahnen. Ist dieser Vorgang erfolgreich, geht der Synth wieder seinen Pflichten nach, ohne Erinnerungen an seine Zeit an der Oberfläche. Oftmals können wir den Schaden aber nicht reparieren und müssen die gesamte Einheit entsorgen. Also zerstören. Na toll. Also, benutze ein Netzwerkscanner Holoband. Wo ist dieses verdammte Dinger? Glaube ich, das muss man hier nicht. Theoretische Grenzen sind dazu da, um überschritten zu werden. Verzeihung, Sir. Runner, okay. Was ist hier unten? Aha. Aha. Also das sind die neuen Computer, oder was? Welche gibt's auf Erde? Sagen so. Auch Synths können Fehlfunktionen haben. Was auch nicht so oft passieren würde. Waffen! Muni! Wenn die Abteilung Robotik ein bisschen vorsichtiger wäre, würde kein Synth zu fliehen versuchen. Ja, ist gut. Ich trage einfach zu jetzt ab. Systeme normal. Benutzt.
vermute ein Netzwerkscanner. Holoband. Ein Netzwerkscanner. Den Handkarte erfordert Befehl Nachricht zu tun. Bla 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 bla. Okay. Mach ich irgendwelche Fehler oder was? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, muss ich jetzt zu dem Onkel. Wieso war mir das nicht klar? Uff, oh, du heilige Scheiße, ich trage so viel schon. So. Aufladen, bevor euer Stand auf unter 2% gesunken ist. Und wenn eure Navigationssoftware noch nicht gepatcht wurde, holt das nach diesem Meeting nach. Wir brauchen keine Synths, die gegen Wände laufen. Das wäre alles. Ihr könnt euren Pflichten nachgehen. Am schönsten ist es immer, wenn ich zu meinem Mädchen nach Hause komme. Spare die Energie, Hand in Hand. Zufriedenheit gehen Hand in Hand. Hallo, Doc. Man muss ganz schön jonglieren, um alle Systeme hier unten im grünen Bereich zu halten. Hier sieht es neu und blitzeblank aus. Aber hinter diesen Wänden steckt viel alte Technologie. Ich mache mir nachts schon Sorgen, dass es wieder einen Stromausfall gibt. Über welches Alter reden wir denn hier? Tja, der Reaktor und alle damit verbundenen Systeme, also Kühlung, Überwachung, Energieverteilung, stammen aus der Vorkriegszeit. Ein Großteil des Überbaus wurde später errichtet. Von den Leuten, die den Krieg überlebt haben. Hier hat wohl jede Generation rumgebastelt. Labore hinzugefügt, Verbesserungen eingebaut und so weiter. Ich muss ein paar Sachen überprüfen. Wir sehen uns später, okay? Okay. Robotik. Bio. So wie Sie Vater in die Welt gebracht haben, hat er uns in die Welt gebracht. Ich bin nicht sicher, aber wenn ich mich täusche. Die Versorgungsstelle ist immer geöffnet. Möchten Sie ein paar konservierte Nahrungspakete? Schauen wir mal. Nein. Nein. Gehen wir weiter. Ich glaube, einen habe ich. Vater, ich will nach Erde kommen. Oder? Warte. Oder kann ich so machen? Weil es ist schneller wahrscheinlich. Ich will
Machen wir die Mission auch mit einfach. Kann ich? Da ging ein ganzes. Lass dich von dem, was dich umgibt, daran erinnern, was Wissenschaft und Willenskraft erreichen können. Okay. Schauen wir mal, ob ich jetzt zurückkomme. Naja, da war ich wieder bedingt. Oder ich will es einfach zu schnell, das zu machen. Das lässt sich nicht knacken. Nein. Fuck. Ich hab gedacht, kann ich schon zurück nachher, aber kann ich nicht. So Leute, ich werde sagen, das war's und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!